Einmal schön ins Wasser. Und jetzt taucht es ab. Alles klar. So, ja, guck mal. Dann haben wir den Zoo auch mal mit Digitcam bereist. Natürlich etwas, wo man noch viel raus machen kann. Nee, den wollte ich nicht haben. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? So, ne? Also, es ist schon interessant, was so alles machbar ist. Man muss sich das noch ein bisschen irgendwie merken und so Ideen entwickeln, aber allein so diese Glasidee hier, ne? Hier haben sie Lichter angebracht. Schön eingepasst. Und tatsächlich auch mal mit diesen unterschiedlich großen Dreiecken gearbeitet. Aber ich frage mich halt, wie die das hinkriegen, dass das so perfekt ist. Das machen die doch nicht händisch, oder? Da haben die doch bestimmt ein Programm für oder irgendwas. Weil ich weiß nicht, wer sowas hinkriegen soll. Weil ganz korrekt ist das hier natürlich nicht, ne? Wenn man mal guckt. Aber das würde ich nie hinkriegen. Hier sind die unterschiedlich, die Abstände. Wenn man mal wüsste, wie die das machen, wie bauen die sowas? Die müssen auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit denselben Mitteln arbeiten wie wir. Weil wenn das der Fall wäre, ne, dann hätten die anders programmiert. Dann hätten die gesagt, Chef, wir müssen nochmal von vorne beginnen. So, wie schaut's denn? So, sehr gut. Und wie sieht's hier aus? Nix fertig. Alles klar. Ernsthafte Verletzung, die Warzenschweine. Bei den Eisbären gibt es ein Temperaturproblem. Warum? Weil das Wasser zu warm ist, könnte sein. Da gibt es doch jetzt auch diese Wassertemperatureinrichtungsgedöns hier, ne? Weil denen Wasser zu warm ist. Gut. Ja, kein Problem. Weil der Zoo eh schon hässlich ist, können wir das ja auch nochmal hässlich machen. Du meinst, das ist per Hand gemacht? Aber ganz ehrlich, mit der Bordtechnik hier willst du das wirklich hinkriegen? Glaube ich nicht. Jetzt müsste es aber noch Strom haben, oder? Ja. Strom ist immer so das größte Problem für mich hier. Tja, also das wäre, wenn man dann ein eigenes Projekt macht, ne, wo man dann wirklich penibelst arbeitet. Wäre das die Frage, ne? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Bordmittel, die das Leben einfacher machen?
So, dann schmeißen wir den nochmal raus. Die Leistenkrokodile sind gar nicht glücklich, ne? Die Archatschnecken sind auch wieder überfüllt. Nehmen wir die mal wieder raus. Kann ja auch nichts dafür, wenn die so viel Sex haben. Siri, ich grüße dich. Hi. Wir lassen gerade Schnecken frei. So. Also die Leistenkrokodile fühlen sich gar nicht mehr wohl. Dann lass uns doch mal... Warte mal, nur einer fühlt sich nicht wohl. Warum? Leistenkroko. Ich kann man doch mal wegschmeißen hier. Geht doch einfach mal weg. Das wäre so schön, wenn ich jetzt weitermachen könnte mit Leistenkrokodilen und das nicht jedes Mal hier verändern müsste. Ach, ihr seid schon im Handelszentrum, deswegen. Alles klar. So, lassen wir die auch mal frei. Und Rentiere machen auch Inzucht. Schlimm. Die alten Rentiere. Wo haben wir sie denn? Reindeer. Ja gut, okay, komm. Bei 4 Rentieren kann man ja wohl noch mal ein bisschen, ne, Saarland spielen, oder? So, hier kann man schon mal eine Qualität 2 machen. Ihr seid noch nicht erforscht, immer noch nicht. Am Galapagos. Ist wieder eine Forschung abgeschlossen. Können wir jetzt einen Eisenbahnpark bauen? Warum forscht ihr eigentlich so langsam? Wir machen immer noch Gewinn, ne? Ja. Dann bilden wir noch ein paar Leute aus. Ausbildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Weil nur wer gut ausgebildet ist, macht auch einen guten Job. Oder so. Wie viele Leute wir wohl noch eingestellt haben, oder? Unglaublich. Die sollen alle von uns noch eingestellt worden sein. Wann habe ich das denn gemacht? Hier passt noch einer, hier passt noch einer. Hier geht noch was. Hier geht noch was. Ist bestimmt noch ein Sortierschlüssel. Kann sich das ja im Zweifel immer einfach machen, ne? Man sollte das vielleicht auch noch mal runterregeln, oder? Schönes, kaltes Wasser. Damit Kollege Eisbär, ne? Fake One 72937, ich grüße dich, hi.
Einmal strecken und recken und überhaupt. Oh. Aber müsste die Temperatur jetzt nicht mal langsam runtergehen? Ach, das dauert nur so lange. Alles klar. Ist halt eine langsame Eiswürfelmaschine. So, bei den Flusspferden ist immer noch irgendwas. Da müssen wir mal eben rein. Dann suchen wir mal 11 Flussferdos. Wo haben wir denn denn? Flusspferd. Oh, ist schon ordentlich was los, wa? Wer ist denn hier für was zuständig? Komm, du kriegst ein Z für Zucht. Und ich glaube, du kriegst auch ein Z, weil ihr seid so ungefähr eine Altersgruppe. Du gehst da raus. Du gehst da raus. Ach, du bist schon im Handelszentrum. Alles klar, du musst nur raus, ne? Andere sind Kinder, genau. Komm, dann lass mal das fette Flusspferd frei. Und immer ein paar Punkte, ne? Da wird gleich wieder jemand sterben. Technikforschung abschließen. So, dann gab es bei den Braunschlangen wieder ein Problem. Das habe ich doch so im Vorbeigehen gesehen. Wohlbefinden. Deutsche bringen nicht ganz so viel. Also damit kann man mehr Geld verdienen, glaube ich. So. Machen wir mal östliche Braunschlange nach Alter. Du hast die besten Werte. Z. Du bist weiblich. Dann gucken wir doch mal im Vivarienhandel, ob wir nicht vielleicht noch eine östliche Braunschlange männlich finden. Haben wir zufällig, haben wir da eine? Müssen wir nur noch die Braunschlangen finden. Das war, glaube ich, hier. Ja, wir kümmern uns gleich drum. Lasst mich doch mal eben eine Sache zu Ende bringen. Gemeines Spiel. So, da haben wir sie wieder. Rifki ist Frischfleisch. Das heißt, wir haben hier auch nie Inzucht. Und dann können wir alles andere schmeißen wir wieder raus. Ein Problem weniger. Technikforschung abgeschlossen. Sehr gut. Alle Forscher dran. Alle Forscher dran. Hier sind auch alle Forscher dran, hoffe ich. Ja. So. Dann müssen wir uns mal um die Rentierchen kümmern. Ja, der ist nix, der kann raus. Alles klar. Bringt kaum Punkte, das Viech. So, was war denn mit den Warzenschweinen? Da war doch auch irgendwas. Irgendwie hatten wir da auch ein bisschen viel, finde ich. Warzenschweine. Ja, es könnte sein, dass wir ein bisschen viel haben, ne? Wir schmeißen jetzt mal alle Warzenschweine raus, die nicht Silber oder Gold haben. So, komplett aus dem System schmeißen. Dann gucken wir wieder bei den Warzenschweinen.
Kann ich dich nicht rausschmeißen?